Und wieder zeigt das US-Militär Interesse an Starship. Das Pentagon spricht davon, dass der Weltraum der wichtigste militärische Schauplatz der nächsten Jahre sein wird. Wir sind auch schon mittendrin im Space Race des 21. Jahrhunderts. Diese Tatsache ist vermutlich Mitgrund dafür, dass das US Department of Defense oder kurz DOD angekündigt hat, dass sie in Zukunft Starships für eigene, heikle und unter Umständen gefährliche Missionen in Beschlag nehmen könnten. Bisher war es üblich, dass der Auftraggeber seine Nutzlasten dem Startanbieter übergibt, das Missionsprofil mitteilt und letzterer führt die Mission vertragsgemäß durch. Also beispielsweise hat die US Space Force einen Satelliten, der in einen bestimmten Orbit soll. Alle Einzelheiten werden vertraglich festgehalten und der Startanbieter führt die Mission zum abgemachten Preis durch. Was dieses Mal aber anders ist, ist, dass das DOD diese Starships nicht von SpaceX betrieben haben möchte, sondern in Eigenregie nutzt. Dafür soll SpaceX zu jeder Zeit 3 für das DOD modifizierte Starships bereithalten, die bei Bedarf eingesetzt werden können. Diese Schiffe sollen dazu in der Lage sein, etwas der Größe des Hubble-Weltraumteleskops samt großer Kickstage zu befördern. Das Hubble ist 13,2 Meter lang und 4,2 Meter breit. Das ist größer als ein Schulbus. Was hier dazugehört, ist, dass SpaceX viel spezifisches Know-how an das DOD weitergeben muss. Dieses Vorgehen ist nicht neu. Die Air Force hat die sogenannte Civil Reserve Air Fleet oder kurz CRAF, also eine zivile Luftwaffenreserve. Das sind ausgewählte Flugzeuge von US-Fluglinien, die im Bedarfsfall herangezogen werden, um auszuhelfen. So oder so ähnlich verhält es sich auch mit den Starships. Im Falle der CRAF bleibt das Flugzeug ein ziviles. Die Crew ist die gleiche und das Bodenpersonal auch. Es ändert sich lediglich die Kommandostruktur. In manchen Fällen können Air Force-Piloten zum Einsatz kommen, aber in den meisten Fällen wird dem zivilen Piloten einfach nur ein Kommandeur vorgesetzt. Das letzte Mal, als die zivile Luftwaffenreserve der Vereinigten Staaten zum Einsatz gekommen ist, war, als sie Afghanistan verlassen haben. Ganz nebenbei ist das nicht das erste Mal, dass das US-Militär Interesse an Starship zeigt. Auch für zukünftige Cargo- und Personaltransporte von Punkt zu Punkt auf der Erde könnte es in Zukunft herangezogen werden. Die Air Force hat SpaceX und die Exploration Architecture Company oder kurz XARC 2020 für 102 Millionen US-Dollar dazu verpflichtet, innerhalb von 5 Jahren die Fähigkeit solcher sogenannten Point-to-Point-Transporte zu demonstrieren. Auch Blue Origin hat dazu ein CRADA erhalten. Das steht für Cooperative Research and Development Agreement. Zu Deutsch etwa Vereinbarung über kooperative Forschung und Entwicklung. Nur ist Blue Origin wesentlich weiter hinterher als SpaceX und XARC. Hier musst du noch verstehen, dass es dem US-Militär nicht unbedingt egal ist, wenn es Verspätungen gibt, aber Verspätungen sind für sie gerade bei Technologieentwicklungen an der Tagesordnung. Sie sind den Umgang mit Boeing, Lockheed Martin, Raytheon und anderen Rüstungsgiganten gewohnt, die mit ihren Cost-Plus-Verträgen von Verspätungen leben. Was ich damit sagen will, ist, dass auch nach dem Ablaufen der 5-jährigen Frist der Vertrag mit großer Sicherheit weiterläuft bzw. verlängert wird. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch in eigener Sache etwas loswerden. Ich möchte mich herzlich bei allen Kanalmitgliedern und Patrons für eure Unterstützung bedanken. Ihr ermöglicht diesen Kanal. Auch alle, die Super Thanks und Spenden dalassen. Vielen Dank! Wenn du hier etwas lernst und auch Mars Chroniken unterstützen möchtest, dann findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Daumen hoch und Kanalabo sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Danke dir! Aber warum das Ganze, wirst du jetzt vermutlich wissen. Hier einige Gründe für diese Entwicklungen. Weil Raketen mit solchen Geschwindigkeiten unterwegs sind, dass sie in unter einer Stunde überall auf der Welt sein können. Und wenn diese Rakete, wie Starship, die Fähigkeit besitzt, einen 70 Tonnen schweren Panzer samt Munition und Personal zu transportieren, dann geht den Generälen einer ab. Starship könnte die Rolle einer Boeing C-17 übernehmen. Nur dass es 20, 30 oder sogar 40 Mal schneller sein kann. Klar, Starship erfordert einiges an Infrastruktur, aber nichts, das den Militärs zu aufwendig wäre. Auch der Betrieb von Flugzeugen erfordert Start- und Landebahnen.
Das hält sie jedoch nicht davon ab, diese zu nutzen. Genau so könnte das US-Militär an strategisch ausgewählten Orten Starship-Infrastruktur errichten, um dieses System im Bedarfsfall einzusetzen. Natürlich nur für humanitäre Hilfe, wie das Militär in einigen Mitteilungen verkündet. Du denkst jetzt vielleicht, dass SpaceX über ein ganzes Jahr gebraucht hat, um Mechazilla in Starbase zu errichten. Wie zum Geier soll es möglich sein, dass solche Türme weltweit zeitnah errichtet werden können? Stimmt schon, dass sie für den ersten Turm ziemlich lange gebraucht haben. Aber das liegt in erster Linie daran, dass sie dieses System zum ersten Mal gebaut haben und währenddessen auch einige Experimente durchgeführt haben. Solche Türme können in Zukunft durchaus Massenware werden. Vorproduzierte Segmente oder ganze Türme könnten auf schwimmenden Plattformen an jeden Ort der Welt gebracht werden, wo es Salzwasser gibt. Genau wie sie es mit dem zweiten Turm gemacht haben. Beziehungsweise dem dritten. Die meisten Segmente wurden im Kennedy Space Center in Florida gebaut, dann auf einen Frachtkran geladen und nach Starbase gebracht, wo sie in den kommenden Monaten montiert werden. Die Point-to-Point-Fähigkeiten sind für das Militär ganz nützlich, aber wie sich so oft gezeigt hat, wollen die Generäle die totale Kontrolle. In den Anfangstagen von SpaceX hat Elon den US-Militärs angeboten, ihre Satelliten für einen Bruchteil des bis dahin üblichen Preises zu starten. Die Militärs lehnten anfangs ab, da sie lieber mehr zahlten, aber dafür alles bis ins letzte Detail kontrollierten. Diese Besessenheit, alles zu kontrollieren, zeigt sich auch in den neuesten Entwicklungen. Mit der zivilen Reserve der Weltraumstreitkräfte sichern sie sich diese absolute Kontrolle. Die Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten haben deutlich gemacht, dass es nicht besonders vernünftig ist, kriegsrelevante Infrastruktur in der Hand von Privatpersonen bzw. Privatunternehmen zu wissen. Abgesehen davon, dass kriegerische Handlungen hirnverbrannt sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aus Sicht der Generäle will man im Zweifelsfall nicht auf die Gnade von Elon angewiesen sein. Man will und kann aber auch nicht auf die Fähigkeiten seiner Systeme verzichten. Ich glaube, wenige haben vorhersehen können, wie weitreichend und geopolitisch relevant die SpaceX-Systeme wurden. Das ist auch der Grund, weshalb sich das US-Militär eine eigene Starlink-Version gesichert hat. Das unter dem Namen Starshield bekannte System basiert auf den Starlink-Satelliten, ist aber ein eigenes System, das rein für militärische Zwecke reserviert ist. Dafür hat das DoD SpaceX in einem 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Vertrag verpflichtet. Details sind geheim, aber bisher wurden in 4 Starshield-Missionen 12 Starshield-Satelliten gestartet, wovon noch 9 in Betrieb sind. Wie groß Starshield am Ende des Tages wird, ist aber nicht bekannt. Der Vertrag wurde übrigens 2021 erteilt, aber erst 2023 veröffentlicht. Da waren bereits einige dieser Starshield-Satelliten im Orbit. Die ersten wurden im Januar 2022 gestartet. Die Vorlaufzeit für Militärsatelliten ist für gewöhnlich viel länger. Ein weiteres Puzzleteil ist, dass vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde, dass ein Umweltgutachten erstellt wird, das die Auswirkungen von Starship-Startanlagen in Cape Canaveral untersuchen soll. Bis Herbst 2025 soll dieses Gutachten fertig sein. Darin sieht man sich die potenziellen Auswirkungen an, wenn das aktuelle Pad der Delta IV Heavy, das Space Launch Complex oder kurz SLC 37, zu einer Starship-Anlage umgebaut werden würde. Das informierte Mars-Chroniken-Publikum weiß natürlich, dass der letzte Delta IV Heavy-Flug für März 2024 angesetzt ist. Mein Video zu Delta IV Heavy, das ich mit Aeneas produziert habe, findest du unten in der Videobeschreibung. Hier wäre theoretisch sogar Platz für insgesamt 3 Starship-Rampen. Alternativ sieht man sich auch das SLC 50 an. Du siehst also, dass nicht nur Starship in die Massenproduktion geht, sondern auch seine Startinfrastruktur. Und apropos Massenproduktion. Im Moment arbeitet SpaceX an der Hardware bis zum 7. EFT. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn nach dem EFT 3 einige Prototypen verschrottet werden würden. Aktuellster Stand für EFT 3 mit Booster 10 und Schiff 28 ist Mitte März. Aber wie immer ist das Elon Time und mit Vorsicht zu genießen. Der EFT 2 Bericht ist noch nicht abgeschlossen, aber es könnte schnell gehen, wenn es soweit ist. Dann würde nur mehr die FAA-Lizenz fehlen, damit SpaceX den neuen Testflug starten kann.
Und in einem Pressegespräch hat die FAA bekannt gegeben, dass SpaceX darauf abzielt, dieses Jahr 9-mal zu starten. Das ist motiviert, um es gelinde auszudrücken. Ob das realistisch ist, ist wieder eine andere Frage. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad astra.